Hallo ihr Lieben, weiter geht es bei Raft. Und zwar steuern wir gerade zur Caravan Town. Mit dabei ist wieder Lori und Krani. Ja, toll. So, ich wollte mal ganz kurz hier auf dem Radar zeigen, wo wir jetzt hinfahren. Ist im Moment nicht hier angezeigt, oder? Das ist ja toll, dass ich das jetzt zeige. Da rechts? Guck mal hier rechts. 8154. Genau. 8154. Und ist noch nicht hier drauf. Also sind wir noch weit entfernt. Ja, es ist schon hier drauf, aber 1222. Also ungefähr noch 1200 Seemeilen. Keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich Meilen oder so. Genau. Also wir haben beim letzten Mal ja einiges gemacht. Wir hatten den Wasserschlauch repariert. Wir hatten dann noch einen Teil bekommen. Und zwar wollen wir jetzt gerne mit der, wie heißt das nochmal? Seilrutsche. Wir wollen gerne die Seilrutsche aktivieren. Das haben wir selber persönlich noch nicht gemacht. Wir sind selber gespannt. Wir hatten jetzt noch ein paar Lebensmittel und alles so auf der Nachbarinsel da eingesammelt und können dann los. Wir hatten mehrere Hinweise gesammelt bei der Caravan Town, die wir jetzt aber nicht alle vorlesen wollen. Die kann man sich ja da mal selber, wenn man das möchte, in Ruhe durchlesen und sich nochmal alles angucken. Und ich bin einfach gespannt. Nicht auf dem Stream haben wir die Geschichte, wo wir einen Teil, wo wir lange tauchen mussten, und das haben wir alles nicht hinbekommen. Das hätte ewig gedauert, das zu zeigen. Von daher zeigen wir das jetzt einfach hier an der Stelle nicht. Genau. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Genau, also es sind halt so manche Sachen, man will ja auch nicht das langweilig machen und einfach nur irgendwie was zeigen. Das, denke ich, wird zu viel. Wenn man jetzt hier jeden Schritt zeigen würde, oh, sag mal, ich will jetzt hier die Möwe umbringen und die will nicht. Hast du sie erschossen? Nee, ist weg, einfach weg. Okay, auch weg. Unfair. Gut, weiter geht's, oder? Ja, ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. Oh, ich bin jetzt auch wieder voll. Jo. Gut, dann bringe ich mal meine gesammelten Sachen in den Kompost hier. Wir können ja mal ein bisschen erzählen. Also wir haben ja schon ein bisschen was mehr gebaut. Wir haben drei Motoren. Die sind alle mit so einer riesen Bioanlage verbunden. Anlage. Stimmt, das hatten wir alles noch gemacht, ne? Und hier haben wir diesen Komposter gebaut. Und hier können wir das dann einsammeln und dann da wieder platzieren und so können wir dann immer schön fahren. Das war ja am Anfang doch etwas mühselig, ne? Genau, aber man wird halt auch faul, sag ich mal. Also man ist schon sehr jetzt an den Komfort der drei Motoren gewöhnt. Ja. So, ich habe Wasser, ich habe Essen, also eigentlich haben wir alles, oder? Ja. Okay, jetzt schaue ich nochmal nach, wie lange es noch dauert. Der Hai, der verbaut hier auch immer alles. 846 Fuß oder was auch immer das ist, Meter. Ja, das wird schon nicht mehr so lange dauern. Genau, also Honigwaben, alles haben wir immer fleißig eingesammelt. Und ich guck mal, ob ich jetzt schon wieder Fellwolle ernten kann. Ja, kann ich ja. Du kümmerst dich ja hier immer um die ganze Infrastruktur, was das Heizöl oder dieses Benzinöl angeht. Wie funktioniert das? Also du machst Honig, aber wie füllst du den ab? Das machst du immer alleine für dich, aber genau, also du mal ich nehme erklären, die Honigwaben, die bekomme ich vorne hier. Da haben wir also vielleicht das nochmal kurz. Ach, ich meine, die meisten werden das jetzt hier schon können, aber ich erkläre es einfach nochmal ganz kurz. Und die jetzt das alles schon wissen, die können ja vorspulen. Und zwar mussten wir auf einer Insel Blumensamen sammeln. Die bekommt man ja schon ziemlich am Anfang. Die mussten wir hier einpflanzen, dass die Bienen kommen. Man sieht ja auch, hier fliegen welche. Die konnten dann in dem Häuschen arbeiten und haben Honigwaben hergestellt. Da sieht man dann richtig so durchtränkt mit Honig die Wände. Dann, wenn ich die eingesammelt habe, dann habe ich hier immer so meine Sammelkiste, habe ich mir die hier hingestellt. Und zwar hier Honig kann ich machen mit Honigwabe und Glas. Ich glaube, das ist hier, wo die Schraube ist, Ressourcen. Und hier steht Honigwabe und Glas.
Was ich jetzt aber eigentlich... Kann ich ganz kurz einmal einhaken? Ich habe gerade ein Paket eingesammelt. Hattest du das schon mal? Ein Paket? Ein Paket. Nein, das hatten wir noch nicht. Ich dachte, das liegt hier irgendwie... Es liegt hier auf dem Boden. Und was ist da drin? Magst du mal das den Leuten zeigen? Was ist da drin? Denn? Ist das neu? Wir hatten ja ein Update Keine Ahnung, ich hatte noch nie. Wir hatten ja ein Update gezogen. Vielleicht ist es das? Ja, vielleicht. Steht auf jeden Fall drauf als Beschreibung. Ich frage mich, was drin ist. Das frage ich mich allerdings auch. Ich habe noch ein Paket. Habe ich das dir gar nicht gegeben? Doch. Ich habe noch ein zweites Paket eingesammelt, offensichtlich. Kannst du das aufmachen? Ja, man kann das auspacken. Und wie macht man das? Jetzt habe ich Malerei recherchiert. Du musst mit Linksklick, kannst du es auspacken. Ach, guck mal. Bücherstapel. Das ist ja cool. Und das können wir jetzt irgendwie alles bauen, ja? Das ist neu. Ja. Dann gehe ich mal zu unserem Bautisch. Wo ist der denn eigentlich? Mein Gott. Gute Frage. Hatten wir den nicht mal hier? Ich glaube, wir hatten den immer hier stehen. 461 noch. Fuß oder Meter oder was? Ja. Weißt du noch, wo wir den Bautisch hingemacht haben? Ich glaube, der ist... Also aber die Möwe ist ja auch der Knaller. Hm? Hier? Nee. Quatsch. Hier. Hier sieht's aus. Du, hier siehst ja eine ganz andere Kiste, die kenne ich ja auch noch nicht. Da gibt's so ein Bild von dem Schreibtisch von Albert Einstein. Und der hat auch, das sah komplett aus wie Kraut und Rüben. Ja, also hier jedenfalls gibt es nicht nur Fässer, sondern ich hatte auch so eine Kiste eingesammelt. Jetzt sag mir doch bitte, wo der Bautisch ist. Du hast gesagt, hier, wo ich bin, bei den Kisten. Hallo, hinter hinter den beiden Kokospalmen. Okay, ich wollte doch mal gucken, wir haben doch hier irgendwie was Neues erlernt, aber... Oder neue Bauleitungen bekommen, oder ist das hier nicht im Bautisch? Nee, ist nicht im Bautisch. Dann haben wir wahrscheinlich schon gelernt und... Dann ist das hier wahrscheinlich irgendwo. Jetzt können wir es einfach bauen. Ach, hier ist Malerei. Ein Nagel und gelbe Farbe, sehr dekorativ. Und ein Bücherstapel, Na, guck dir das mal an, mit Palmblatt und Seil. Na, da haben wir doch genügend von. Das finde ich ja cool. Ja, das ist noch eine Kiste. Nee, Entschuldigung. Sieht nur so aus. Ja, dass endlich auch mal was Neues ist, ne? Also ich habe jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir jetzt hier solche neuen Sachen bekommen. Ja, ich freue mich richtig. Ich glaube, wir kommen an. Ich sehe sie. Oh ja, okay. Wollen wir dann wieder da anlanden, wo wir das vorher mal gemacht haben? Ja, wenn es geht. Also ich versuche jetzt nochmal sowas hier zu bauen. Und zwar ein Bücherstapel. Und mal gucken, wie das aussieht. Okay. Ich hatte dich aber gerade eben unterbrochen. Du wolltest noch was zu dem Honig erzählen. Nee, ich glaube, da habe ich eigentlich alles gesagt. Okay, gut. Okay, ist der Bücherstapel. Einfach so mitten im Weg. Einfach schön. So wie sich das gehört. Ja. Vielleicht gibt es ja auch neue Rezepte, die man finden kann. Ich stehe gerade hier neben dem Küchentisch. Ich muss sagen, ich koche hier eigentlich ziemlich wenig. Also richtig die kulinarische Küche hier austeste, das passiert gar nicht. Kümmerst dich ja um andere Dinge. Ja, kommt eigentlich gleich Dodo und haut uns wieder um? Bestimmt. Schön hier, ne? Oh, also Dodo fliegt ja schon wieder. Fast gegen... Ja. Also meinst du, wir können jetzt auf Insel und direkt die Seilrutsche nehmen und dann los? Ja, also wir müssen die noch bauen, ne? Wir müssen da in eins von den Häusern rein. Oder Karawanen. Caravans. Da oben war das, ne? Hier rechts? Ja, mach doch einfach. Wo war das denn, wo wir da hoch müssen? Ich weiß das nicht mehr so genau. Aber wir müssen jetzt erstmal in der Nacht schlafen. Ich will nicht da im Dunkeln sein. Hast du da etwa Angst? Ein bisschen, ja. Okay, ich stell den Motor hier schon mal ab, ja? Ich werfe den Anker. So, war wunderbar. Motor abstellen, habe ich. Okay, klasse.
Gut, dann gehen wir einfach nach oben und schlafen eine Runde. Ja. Erster. Ich habe mich verlaufen. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Raft mit dir gespielt, obwohl mir das so einen großen Spaß macht. Stimmt. Mhm. Mir auch. Ja. Deswegen bin ich echt froh, dass wir jetzt da weitermachen. Okay, schlafen. Und wir wachen auf. Okay, ich werde jetzt keine Trockenziegel aufnehmen. Wollen wir einfach los? Brauchst du noch Essen, Trinken? Ja, ich würde mir jetzt noch ein bisschen Wasser abfüllen. Okay. Dann trinke ich mal ganz viel und nehme mir den Rest mit. Mhm. Ups, ich habe offensichtlich hier nicht aufgefüllt. Mist. Okay. Wollen wir? Ja, ich, Also irgendwo da oben müssen wir jetzt was machen, ne? Genau. Ich komme erstmal mit, sonst muss ich vielleicht gleich nochmal trinken, aber trinken holen. So, okay. Aber lass uns erstmal los. Das ist ja sehr neblig, oder ist das nur bei mir ja, so? Ja, nee, mir kommt das auch so vor, das ist wahrscheinlich auch neu. Okay. Dann wie kamen wir denn nochmal da geht so links hoch. Okay, ich komme jetzt einfach nochmal hinterher. Ich muss nochmal genau gucken, ja, wie wir hochgegangen sind. Hier ist eine Treppe, Leiter. Kommst du nach? Okay. Hier oben? Mhm. Dann ist hier noch eine Treppe. Hier durch? Leiter. Hier oben? Nee. Also, wie kann das denn sein, dass wir in dieser kurzen Zeit uns schon verlieren? Vorsicht, hier ist der Dodo. Geh nochmal zurück bis zur letzten Leiter. So, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, ich komme nochmal zurück. Mhm. Ja, es wäre gut, wenn wir zusammenbleiben. Also, dass du halt auch guckst, wo ich bin. So wie beim Autofahren. Komm nochmal zurück. Wenn du mich siehst, dann hier. Komm doch einfach zu mir. Ja. Hier bist du. Okay. Dann lass uns doch mal hier. Weil das hier bringt nichts, dass du irgendwo schon lang gehst und dann sagst hier bei der Leiter. Ja, okay. Also, jetzt hier rechts. Rechts ist eine Leiter. Hier geht's hoch. Dann, wenn du die Leiter oben bist, geht's links weiter. Siehst du. Und jetzt nochmal rechts hoch. Guck mal, so geht das. Die Leiter hoch. So, ja. Sonst laufe ich einfach mal vor und sag bei der Leiter. Ja. Beim Stein. Echt. Hier geht's nicht weiter. Aber hier müssen wir hoch, da ist die Seilrutsche. Oh. Okay, dann sind wir ja richtig. Mhm. Aber wir müssen erst die Seilrutsche bauen, oder? Ja, lass uns erstmal dahin. Okay. Also ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber wir probieren. Mhm. Planke Seil. Wie sind wir denn da nochmal hochgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Hier geht's hoch. Mhm. Bist du noch da? Ja. Okay. Also hier. Beim Baum. Hier links hoch. Mhm. Bei dem Stein. Hier ist eine Treppe. Bei dem Bienen. Noch eine Treppe. Folge der Treppe. Aua. Getroffen. Okay. Du hast mir tolle Sachen gebaut, deswegen macht mir das nicht so viel aus. Mhm. Jetzt will ich nochmal weiter hoch. Hier ist so ein Viech. Ja, das macht uns aber nichts. Ja. Und jetzt muss doch irgendwo oben. Sind wir nicht hier dann hoch? Komm mal mit. Ja. Ja. Kurz unterstellen. Ja. Und dann sind wir doch hier irgendwie hoch, oder? Hier rüber hüpfen? Nicht geschafft. Okay. Da hinten ist ein Eber. Ein Eber, das hatten wir da auch noch nicht. Ja, also so ein Schwein halt. Ja. So ein Viech. Okay, ich komme nochmal zurück zu dir. Ja, war das überhaupt der Weg? Ich weiß es nicht. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen in Panik verfalle, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Ich würde vorschlagen, wir laufen weiter in die Richtung. Ja, okay. Schaffst du schon. So, ich bin jetzt hier oben, aber hier ging es nicht weiter. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rüber. Kommst du mit?
Ja, warte, ich muss das jetzt auch nochmal. Ich habe es auch nicht geschafft. Ach, jetzt muss ich hier runter erstmal. Der Dodo. Der ist gar nicht Dodo. Nein, nein, ach, nein. Ach, hier ist eine Kiste oder sowas. Ah, ich sammle mal ein. Das ist auch neu, glaube ich. Bolzen und so. Naja, ob man das braucht, weiß ich nicht. Man weiß nicht. Für später vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Wo bist du? Ja, ich bin hier irgendwo runtergefallen. Ich komme nochmal zurück hier zu einem Caravan. Ich sehe deinen Namen. Ja, dann komm mal her. Ich denke, wir müssen dorthin. Also ich habe das so irgendwie in Erinnerung, dass an irgendeiner Stelle, dass man da die Sachen zusammenbauen konnte. Jetzt weiß ich leider nicht, wo du bist. Hm? Jetzt weiß ich leider nicht, wo du bist. Okay, ich versuche mich. Siehst du mich irgendwie hier unten noch? Nee. Also wir müssen irgendwie hoch auf die Plattform. Wir waren schon nicht so verkehrt, denke ich. Okay. Ich gehe jetzt nochmal zurück, da wo wir über Land gelaufen sind und versuche den Dodo rauszuweichen. Okay, also ich sehe den Dodo. Der musste dann wahrscheinlich in genau, deiner Nähe sein. Genau, und der ist bei Nähe mir in der Nähe. Oder? Ja. Okay, also ich gehe eh nochmal zum Floß. Nee, wir machen jetzt weiter. Wieso willst du denn jetzt zum Floß gehen? Weil ich sonst verdurste. Aber wir waren doch gerade eben da. Hast du dir nichts zu trinken mitgenommen? Nee, ich habe doch gesagt, es ging gerade nicht. Mhm. Ja. Dann kletter du mal noch ein bisschen weiter. Ich komme dann wieder hoch. Ja. Oh, Mist. Schaffst du das schon? Mhm. Pass nur auf den Vogel auf. Ja, ich sehe schon die Plattform. Hier waren ja irgendwie die einzelnen, ist auch neu hier mit Dosen und so. Okay. Das hatten wir vorher auch nicht. Okay, ich schaff's noch. Okay, ich weiß, ich bin jetzt hier gleich oben. Mhm. Und dann gucke ich mich mal um. Genau, wir waren hier auf dieser Base, das hatten wir beim letzten Mal schon. Und, ja. Seilrutschengeschirr. Du hast das gerade gemacht? Ja. Ach, klasse. Ja, siehst du. Ja. Okay. Aber wo kann ich das jetzt bauen oder habe ich das schon? Ich guck mal. Nee, wir können das jetzt bauen. Wir haben das. Ich habe schon eine Rutsche. Also ich habe jetzt Seilrutschengeschirr im Inventar. Hast du das auch? Das Problem ist, dass ich voll bin. Ich esse mal schnell die Melone auf und die Ananas und dann kann ich hier Sachen einsammeln. Ja, ich nehme mal den Büchertisch, den wir uns gebaut haben und lese mal ein bisschen. Wollen wir uns entgegenkommen oder wie machen Nö, wir das? Ich bin jetzt hier erstmal hier oben und sammle die Pläne. Ah, hier ist das. Okay. Ich weiß nicht, wo man das Seilrutschengeschirr noch machen soll. Du musst das, glaube ich, bei uns einlegen, unten am Floß. Ich habe den Bauplan. Ach, du hast den Bauplan. Okay, ja, okay. Kann okay. Am Forschungstisch erlernt werden. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dass wir eine Pause machen für die Zuschauer und wir das dann bauen. Ich gehe jetzt erstmal runter zum Floß. Wir können ja dann nachher nochmal gucken beim Schnitt, aber damit das nicht zu langweilig wird oder die Zuschauer spulen ja, vor. Okay. Der Dodo kommt. Nee, egal. Weg. Mist. Schon wieder getroffen. Okay, hier müssen wir dann nachher mit der Seilrutsche rüber. Klasse. Mhm. Gut. Wenn ich hier hochgehe, komme ich also, vielleicht. Achso, du hast keine Seilrutsche. Alles klar. Gut, dann. Nein, wir haben die Baupläne und da steht, kann am Forschungstisch erbaut werden. Hm, okay, verstehe. Ach Mann, der trifft mich hier in einem durch. Wie kann ich denn zum Boot gelangen? Ich springe mal hier runter. Und hab's ins Wasser geschafft und komm zum Boot. Ja, du bist doch schon da. Ja. Ja, super. Ich bin einfach von da ganz oben ins Wasser gehüpft. Ja. Im wirklichen Leben niemals. Ich hab so eine Höhenangst. So. Da bin ich. Da ist der Forschungstisch. Ja. Sehr gut.
Dann lege ich mal, also das Erforschte kann ja weg. Ja. Die Seilrutsche rein. Mhm. Da steht erforscht. Okay, komisch. Dann habe ich es vielleicht übersehen. Dann könntest du vielleicht mal gucken, ob du das sehen kannst. Ob du das irgendwo sehen kannst, wie man das, wo man das baut, an welcher Stelle. Im Menü. Ist ja auch nicht so wichtig. Also du hast eine Seilrutsche. Doch, hier oben, wartet, jetzt mal ganz in Ruhe. Jetzt muss ich nach oben, jetzt kann ich das machen. So, jetzt können wir das, glaube ich, bauen. Haben wir gelernt. Also warum da erforscht stand, weiß ich nicht. Jetzt haben wir es aber erforscht. Muss ich den anderen Bauplan auch noch eintun oder war das jetzt automatisch? Okay, dann schmeiße ich das jetzt mal alles hier beiseite. Okay, dann guck mal, wo wir das bauen können. Ja, also Seilrutschengeschirr können wir bei dem Taucherausrüstung bauen. Also eine Seilrutsche? Menü Nummer 5. Eine Seilrutsche geht ja ganz leicht. Aha. Da brauchen wir nur Planke, Seil und Bolzen. Okay, ja, klasse. Bei der Taucherausrüstung, da ist Seilrutschengeschirr. Kunststoff und Schrott. Okay, dann nehme ich mal Kunststoff und Schrott noch auf. Ja. Und werf mal den Seetang weg. Wo haben wir unser... Und das Rezept brauche ich auch nicht. Was brauchen wir? Bolzenvorrat. Kunststoff und Schrott. Hier, glaube ich, bei den Viechern. Mhm. Ja. Hier oben ist Barren. Hier Schrott. Und Kunststoff. Kunststoff ist hier vorne. Wo? Ja. Da. Okay, ich baue mir ganz kurz das Geschirr. Ja. Und kann ich dir das vielleicht auch bauen? Ich habe eins. Gut, du hast schon. Dann habe ich ja zwei. Ja? Okay, ja. Okay. Und jetzt müssen wir noch irgendwie Seilrutsche, oder? Ja, das macht unglaublich viel Spaß. Ja. Oder brauchen wir das nicht? Ja, lass uns das lieber bauen, bevor wir jetzt da oben sind und dann sagen, oh, wir hätten das doch bauen sollen, wir müssen nochmal runter und wieder hoch. Ja, sehe ich auch so. Okay, da baue ich eine Seilrutsche. Wo ist die denn? Die ist bei andere, im zweiten Menü. Also, wo die Kiste ist. Da ganz unten. Genau. Bolzen. Brauche ich noch Seil. Hast du noch Bolzen bekommen? Ja, wir hatten noch drei. Stellst du einfach Bolzen. Ein paar her? Hm? Stellst du einfach ein paar her? Seilrutschen? Ja. Ja, ich habe jetzt drei hergestellt. Mhm. Soll ich dir zwei geben? Okay, ich ja, habe oder vier nimm erstmal. Ich tue die hier ins Lager. Dann kannst du zwei davon haben. Da oben? Oben, ja. Okay. Vereinzelt. Gut, dann tue ich auch ein paar Sachen weg. Ich brauche jetzt keine Samen. Ich brauche auch nicht die Honigwaben. Und Wolle brauche ich jetzt auch nicht. Und Honig auch nicht. Ja. Okay, das kann auch hier bleiben. Ja, wollen wir dann rüber? Ja, gerne. Oder erstmal noch schlafen? Wenn das Lass geht. Lass uns kurz schlafen. Okay. Ach, der Dodo nervt. Schon dieses Geräusch, ja. Ist tagsüber, wir können nicht schlafen. Alle Spieler müssen schlafen. Jetzt. Hast du trinken, Loris? Ja. Hast du Essen? Voll. Ich habe Essen. Okay, wollen wir los? Ja. Gut. Gehst du einfach vor? Oder soll ich lieber vorgehen? Ja, du kennst ja jetzt den Weg, oder? Ja, der Dodo kommt. Vorsicht. Ah, schnell weg. Hat er dich getroffen? Nein. Okay, gut. Dann war er genau zwischen uns. Der Stein. Kommst du noch mit? Ja, bin da. Okay. Hä, war das hier? Also wir sind letztes Mal anders gelaufen. Okay, dann müssen wir doch nochmal anders laufen. Jetzt habe ich mich verzettelt. Kein Problem.
Dafür kriege ich ja auch immer ordentlich von Dodo ab. Ja, ich glaube, hier geht es auch hoch. Ah ja, okay. Hm? Jetzt hier rechts. Ja. Jetzt hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Mhm. Und dann hier links hoch. Mhm. Oh, ich glaube, ich muss mal niesen. Im wirklichen Leben? Ja. Entschuldigung. Gesundheit. Ach, ja. Das sagt man ja nicht mehr, ne? Laut Knigge musst du dich entschuldigen und ich sag nichts mehr. Ja, du musst sagen, was soll das hier? Auffischen. Ach, Manu. Da muss ich sagen, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Komm mal mit. Genau, wir müssen hier rüber. Genau. Ja. Warum wir den Dodo nicht bekämpfen, ist ganz einfach, das ist zu schwer. Das geht einem total auf die Nerven. Ja. Genau, da oben, wo das ist, da müssen wir hin, glaube ich. Hier hin? Okay. Genau. Ist ja einfach. Hm? Hallo? Und komm mal hier rum. Oder kurz nochmal hier rein, wegen Dodo. Oder egal, okay. Entschuldigung. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Was denn? Hier ist ein Seil, aber die kommen nicht rüber, ne? Ah. Vielleicht, wenn ich die Seilrutsche hier auswähle. Mhm. Nein. Seilrutschenwerkzeug erforderlich. Ja, das habe ich doch jetzt. Seilrutschengeschirr. Wo hast du das denn? Wo steht was? Hast du da oben was? Also ich bin jetzt hier oben. Hm? Ich bin jetzt hier oben. Seilrutschenwerkzeug erforderlich. Was bedeutet das? Haben wir kein Seilrutschenwerkzeug? Hm. Warte mal, wir müssen das anziehen. Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, okay, ich benutze. Ich bin weg. Juhu! Ich komme auch. Und Vorsicht, ach. Dodo auch. Oh. Juhu. Ah, ich bin da zurück. Was soll das denn? Hüpf. Cool. Okay, hier unten ist Wildschweine und so. Oh oh. Hm. Super. Ich bin und der Dodo baut wieder auf. Nicht so ausgestattet. Aber den kann ich nicht von hier, oder? Also mein Helm ist gleich hier, nee. Ich stelle mich gleich mal unter hier. Ja. Ich gehe kurz hier rein in die Infirmerie. Wo ist denn die? Ah, ist das Schwein, weißt du. Ja, okay, hier geht's runter. Hattest du jetzt schon Hallo gesagt? Noch nicht. Aber bisher hat's mich noch nicht getroffen. Aber ich ist einmal. Aua, aua, einmal. Ich helfe dir von hier oben. Jetzt hat es mich auch einmal getroffen. Ich helfe dir von hier oben. Okay, du hast ihm den letzten gegeben. Okay, wo ist das? Ist weg. Ist hier runtergefallen. Wollen wir dann erstmal hier rüber in Sicherheit? Weil, ja, ist im Wasser, zappelt. Ja, und noch eins. Wollen wir die erstmal töten? Ja. Ich habe nämlich eigentlich keine Lust. Jetzt auch noch der Dodo da. Ja. 3 Schweine. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal rüber, oder? Nee. Oh Gott. Die nerven uns sonst. Okay. Wo ist das denn? Das hängt hier irgendwie fest. Hä? Siehst du es? Okay, ich gehe jetzt erstmal in Sicherheit, sonst bin ich hier gleich tot und... Okay, das eine ist auch tot. Hast du? Ja, ich komme jetzt. Oh. Ja, hier, ich bin hier. Ja, ich komme auch. Gut. Okay, komm mal hier rüber. Ja. Okay, warte mal. Pillendöschen. Heilsalbe aufnehmen. Ich nehme die gleich mal. Oder wie weit bist du verletzt? Nee, mir geht's gut. Ich muss gleich nur was trinken. Hab aber noch. Okay. Und weiter? Ja, klar, wir müssen uns da umgucken. Ja, also hier ist ein Grillplatz oder so. Mhm. Hier, guck mal, hier links, komm mal mit. Ja. Hier sind Kerzen. Ein Kerzenplatz. Hm. Hier ist gerade nicht so viel, ne? Hier ist ein kleiner Balkon. Hier geht's noch hoch? Jo.
So. Und da geht's hoch. Kunststoff? Super, hatten wir noch nie. Gut, hier war noch eine Tür. Kiste aufnehmen. Ja. Heilsalbe nochmal. Ah, guck mal, hier ist was. Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters aufnehmen. Aha. Okay. Und ein Hinweis. Willst du den mal nehmen? Ich nehme den. Mhm. Und neue Notiz hinzugefügt. Aber ist nichts, ne? Ich guck mal ganz kurz rein, weil das ist ja jetzt zu spannend, dass wir eine neue Notiz haben. Soll ich mal vorlesen? Seit 3 Tagen bin ich in dieser Hütte gefangen. Machst du das immer klein? Ich fühle mich hundeelend. Es wäre nicht angebracht, in meinem Zustand Patienten zu behandeln. Und die Leute hier wissen das. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mich hier zurücklassen. Salmonellen, das muss es sein. Die Schweine hier leben wahrscheinlich schon seit dem letzten Jahrhundert an diesem Ort. Sie müssen infiziert gewesen sein und wir waren nachlässig. Wir haben seit Monaten kein anderes Fleisch gegessen. Ich war so froh über das Fleisch, dass ich die ersten Krankheitszeichen bei dem Schlachtern übersehen habe. Es ist mir gelungen, von Hängen genügend Antibiotika zu erbeuten, um die ersten Erkrankten zu behandeln. Aber es war nicht genug. Sie werden die Brücke abbrechen, die uns im Moment noch mit den anderen Inseln verbindet. Der Rest bereitet sich auf die Abreise vor. Es spielt keine Rolle. Caravan Town ist nichts weiter als ein Felsen und eine Stadt aus Schrott. Früher oder später werden sie eine neue Stadt errichten. Dr. Henrik Scholl. Okay. Dr. Henrik Scholl, heißt er wirklich so? Es stand da. Ich habe das jetzt nicht erfunden. Ja. Na, der klingt da so wie Dr. Henrik. Ja, komm, hier geht's noch höher. Na egal. Aus Bonn. Hier ist nochmal Heilsalbe, nimm dir auch mal was. Ja. Hieß der da auch in Bonn oder was? Vorsicht, wo müssen wir denn jetzt hin, sag mal? Ja, wahrscheinlich zur Bürgermeistertruhe. Okay. Und da kommen wir ja dann auch nur mit der Schelle hin. Quatsch, wie heißt es? Mit diesem Seilrutsch. Und das war woanders, ne? Ich denke, ja. Oder ich meine mich zu erinnern, dass da noch... Also irgendwo habe ich gerade eben noch eine Seilrutsche gesehen. Okay, dann lass uns da mal hin. Aber ich würde jetzt erstmal das Schwein hier noch. Oder sollen wir das einfach links liegen lassen? Nee, rechts mach gerne. Stehen Warte, ich lassen. Muss erstmal gucken, wie ich zu dir komme wieder. Okay, ich hüpfe einfach hier runter. Okay, ich habe Schweini einmal. Zweimal. Also hier oben haben wir jetzt alles erledigt, ne? Oh... Einmal. Gut. Dann nehme ich noch meine Pfeile wieder mit. Oder willst du die haben? Ja, mach. Gut, also hier haben wir jetzt nichts weiter übersehen, ne? Okay. Ja, da müssen wir jetzt einmal wieder zurück. Aua. Gut. Weiter geht's. Wo geht das nochmal lang? Weil guck mal, hier sind ja ganz viele Seile so, ne? Ach nee, das baut sich fest und dann, wir müssen da wieder hoch. Ja, ich glaube auch. Vorsicht, Vogel. Okay, und dann jetzt erstmal einfach rüber, ne? Ja. Schwupps. Nein, was ist jetzt? Ich hänge hier auch in der Luft. Das ist ja doof. Okay. Okay, und dann einfach laufen. So, ich glaube, wir müssen hoch und dann geht noch eine Seilrutsche oder habe ich mir das nur... Nee, da oben geht da auch noch eine ab. Siehst du? Sag mal, also jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich hier auch noch irgendwie falsch laufe und dann dieses doofe Dodo-Ding. Quatsch. Ach, hier. Oder waren wir hier gerade eben? Nee, ne? A home among the waves. Doch, da waren wir doch gerade eben. Hier steht Major. Ach, da hinten. Das ist Abkürzung alles klar. Für Mayonnaise. Alles klar. Ja, okay. Hier müssen wir jetzt hin, ja? Ja. Hui. Jupp. Juhu. Okay, wir gehen hier rum. Oh, ist das ein Trichter. Was für ein Trichter? Was? Da ist ein Trichter. Ja, aber da kann man ja nicht einsammeln. Hier ist ein Zylinder. Willst du nehmen? Ja. Okay, ich hab's auch geschlossen. Oh, mir gefallen. Was hast du? Ich hab was aufgenommen und neue Notiz.
Okay, wir müssen Sehr lesen. gut. Willst du mal lesen? Ich gucke mich ein bisschen um. Ja, ich will lesen. Ah, Ach, toll, warte mal. Ganz hübsch, ganz hübsch. Acht, Was, fünf, neuer drei, neun. Ort? Wir haben eine neue Ja? Koordinate. Ja, Ja. dann können wir weiter. Ja. Genau. Und hier links ist noch was. Hast denn? Dritter Teil eines Ladegeräts. Ah, okay. Wir können jetzt das Ladegerät erforschen. Ah, endlich. Jetzt können wir die ganzen Batterien, die wir natürlich aufgehoben haben, um sie zu entsorgen, Also ich kann einfach wieder aufladen. Bauplan-Motorsteuerung und Bauplan-Ladegerät. Super. Da müssen wir Dann können zurück wir die zum ja gleich noch Floß. einsammeln, erforschen. Ja, dann gehen wir zurück zum Floß oder haben wir hier noch was? Ja. Wir Ich gucken sehe uns jetzt hier noch ein erstmal bisschen nichts, um. nee. Okay. Ja. Und dann können wir natürlich dann noch den anderen Ort erforschen. Da freue ich mich drauf. Okay, wo geht's zum Floß? Tja. Ach, Mensch, Dodo, ey. Dodo mag uns überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal hier runter, weil sonst nirgendwo. Wo, Also aber entweder wo da denn? oder da runter. Wo ist denn das Floß? Kannst du mir kurz sagen, wo das ist überhaupt? Auf welcher Seite? Ich würde erstmal hier in die Richtung, würde ich sagen. Ich würde hier Hier. erstmal hin. Hier unten ist das Floß. Wo? Ich hüpfe hier runter. Okay, ich versuche es auch mal zu finden. Okay, dann gehe ich gleich zum Bautisch, ja? Ja. So, das haben wir erforscht. Weg. Also Ladegerät hatten wir anscheinend schon, oder was? Motorsteuerung hatten wir das nicht auch schon? Motorsteuerung. Ach Mensch, das hatten wir doch schon alles. Also diese komischen Baupläne, die bringen mir gar nichts. Oder übersehe ich irgendwas? Weiß nicht. Weil wenn wir jetzt den neuen Ort eingeben können, dann brauchen wir doch gar nicht mehr Motorsteuerung und so erforschen. Wir haben doch hier schon alles. Wir haben auch noch kein Ladegerät für die Ladegerät Ja. Infrastruktur. Aber da steht erforscht. Merkwürdig. Ja. Ach, warte mal, wir brauchen noch was. Ich brauche noch einen Titanbarren und eine. Warte mal. Ja, Titan haben wir nicht. Also Kriegen Engine wir auch nicht wieder Control ist doch rein. Motorsteuerung, oder? Motorsteuerung. Oder hast du noch einen Bauplan? Engine Control? Nee. Nee, warte mal, da brauche ich. Ah, Titanbarren. Woher bekommen wir denn Titanbarren? Na, wahrscheinlich in unserem neuen schönen Koordinate-Standort. So. Ich will hier erstmal weg. Ja, gut. Der doofe Vogel. Ja. Gut, dann mache ich einmal kurz Motor Richtung andersrum. Soll ich die anmachen, die Motoren? Kannst du machen, ja. Achso, das war abstellen, Entschuldigung. So, kannst du den Anker lichten? Dann sind wir hier erstmal Mache ich. raus. Gut, erstmal weg von Dodo. Der hat mir aber Ja. nicht so einen großen Spaß gemacht. Dann gebe ich die Koordinaten schon mal ein. Wollen wir Ja. das am Ende wollen wir da direkt hinfahren und dann ein, quasi eine große Folge machen? Nö, da machen wir jetzt Und kurz eine Pause. ja, gut. Und Also, wie heißt die dann. Koordinate? Oh, wir müssen eh bald mal eine neue Batterie reinlegen. Ja. T 8539. 8539. Genau, 8539. Soll ich Tango. eingeben? Tangarua. Und da meinst du geht's Titan, ja? Also Ja. 8539. So. Okay. Der fliegt hier immer noch, der Doofe. Warte mal.
Ich bin immer noch nicht sicher, ob das hier richtig gemacht ist mit dem Segel, aber... Wir gucken. Gut, Loris, ja. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und dann machen wir gleich weiter, wenn wir nach Tangaroa kommen. Oder Tangaroa? Ich glaube, so hieß das. Gut, dann oder Tangaroa. Also das müssen wir uns gleich nochmal genau angucken. Nicht, dass wir hier was Falsches erzählen. Also bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Ja, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Tschüss. Vielleicht machen wir ja nicht ein halbes Jahr Pause. Nein, wir machen ja gleich weiter. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss.